und willkommen zu Täglich Mama. Vor kurzem habe ich euch ja mit in meine Küche genommen und habe euch gezeigt, wie ich da endlich Ordnung reingekriegt habe und das Ganze auch noch ein bisschen dekoriert habe. Beide Videos sind ja bei euch wirklich sehr gut angekommen. Deswegen habe ich mir gedacht, geht's heute mal wieder in die Küche und es gibt quasi so eine kleine Fortsetzung. Ich zeige euch heute nämlich mal, wie ich versuche, gerade in der Küche Geld und Zeit einzusparen. Beides kann man als Eltern immer gut gebrauchen, mit drei Kindern sowieso. Und wenn es euch auch so geht, dann bleibt gerne dran und viel Spaß mit dem Video. Der erste Tipp ist euch bestimmt nicht neu, aber bringt bei uns einfach die meiste Ersparnis. Plant die Woche und zwar plant, was ihr essen möchtet, schreibt auch auf den Zettel, was ihr alles einkaufen müsst und geht einmal die Woche mit dem Zettel einkaufen. Dabei ist es immer gut, wenn man auch weiß, was gerade im Angebot ist. Bei uns kommt da am Wochenende eine Flut an Angebotsblättern. Die gucke ich nicht alle durch, sondern ich pick mir nur die raus, die ich für uns brauche, wo ich weiß, da gehen wir auch wirklich einkaufen. Denn, und hier kommt auch schon mein nächster Tipp, in fremden Läden einkaufen spart weder Zeit noch Geld, denn man irrt dort durch die Gänge, kennt sich nicht aus, ja, und hat am Ende mehr im Wagen, als man ursprünglich wollte. Also ich gehe nur da einkaufen, wo ich mich auskenne und ja, da ist auch irgendwann alles mal im Angebot. Schaut auch beim Einkaufen nicht nur auf den Preis, sondern guckt euch auch den Preis pro 100 Gramm an. Wie hier zum Beispiel beim Tee. Man denkt, das kostet beides das gleiche, aber es ist unterschiedlich viel drin und deswegen ist das eine dann doch teurer als das andere. Der Preis muss immer unten angegeben sein, also achtet da unbedingt drauf, da könnt ihr auch nochmal viel Geld sparen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, die Wochenplanung ist wirklich eine tolle Sache, aber die Umsetzung, ja, klappt bei euch nicht jede Woche, dann kann ich euch erstmal den Tipp geben, speichert euch das Ganze doch mal, ja, wöchentlich ins Handy ein. Bei mir ist das Sonntag 9 Uhr, da ist es hier im Haus meistens ruhig und ja, da komme ich dann auch oft dazu. Und wenn das Handy klingelt, muss ich sagen, setze ich mich oft hin und mache es dann doch. Klappt die Wochenplanung trotzdem mal nicht, was ja bei uns auch mal vorkommt, dann ist es aber wichtig, dass ihr immer drauf schaut, dass ihr die Basics ja immer als Vorrat da habt, damit meine ich Nudeln, Kartoffeln, Reis, paar Dosen Tomaten, vielleicht ein paar Dosen Bohnen, wie auch immer, denn damit kann man ja gut ein paar Tage überbrücken, ohne dass man jetzt ständig einkaufen muss, auch wenn man nichts geplant hat. Auch bin ich jemand, der gerne wirklich alle Reste einfriert, wie hier zum Beispiel Reis oder Nudeln und das am besten gleich portionsweise. Ich nehme hier gern immer so Silikon-Muffinförmchen, einfach die Sachen einfüllen und dann über Nacht ja im Tiefkühler gefrieren lassen. Dann könnt ihr das Ganze nämlich am nächsten Tag rausnehmen und ja in kleine Tüten abfüllen, so habt ihr immer kleine Portionen parat. Ich dachte früher immer, das schmeckt dann nicht, wenn es wieder aufgetaut wird. Aber habt keine Angst, Nudeln und Reis kann man wirklich super einfrieren. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Auch Soßen oder Suppenreste könnt ihr so wirklich ganz leicht einfrieren. Und ich bin immer wieder froh, wenn es wirklich mal schnell gehen muss und ich einfach die Gefriertruhe aufmache und meine Sachen raushol, ab damit in die Mikrowelle oder im Topf erwärmen, wie ihr wollt. Und ich habe so schnell ein leckeres Essen. Auch Hackfleisch, finde ich, kann man ganz gut einfrieren und hier kann ich euch den Tipp geben, vor dem Einfrieren das Ganze mit einem Nudelholz schön plattrollen. So ist es dann nämlich mega schnell aufgetaut und wenn ihr wollt, könnt ihr euch sogar noch mit einem Stäbchen so kleine Portionen abteilen. Den Trick habe ich im Internet gefunden und natürlich gleich mal ausprobiert. So kann man sich dann eben, wenn das Ganze gefroren ist, mit dem Messer einfach kleine Stücke abschneiden. Das funktioniert auch ganz gut, allerdings muss ich sagen, ja, die Tüte ist dann natürlich nicht mehr komplett luftdicht verschlossen und die Reste solltet ihr wirklich auch in den nächsten Tagen dann aufbrauchen und nicht mehr ewig im Tiefkühler lassen. Wenn ihr nichts einfrieren wollt oder auch vielleicht gar nicht so viel Platz habt, dann kann es Sinn machen, gerade so Sachen wie Beilagen wie Reis und Nudeln vor dem Kochen abzuwiegen. Das variiert natürlich immer so ein bisschen, aber ihr kriegt mit der Zeit schon so ein Gefühl dafür, wie viel wird gegessen oder bleibt da immer viel übrig. Und ihr könnt euch auch, wenn ihr nicht wiegen wollt, einfach das Ganze tassenweise abfüllen und merkt euch dann eben einfach, okay, 4 Tassen Reis, das reicht bei uns für eine komplette Mahlzeit, ohne dass viel übrig bleibt.
Achtet beim Nudelkauf auch auf die Kochzeit der Nudeln, denn das kann manchmal doppelt so lange dauern, je nachdem, welche Nudelsorte ihr habt. Und wenn es schnell gehen muss, dann ist man froh, wenn man welche hat, die schnell fertig sind. Beim Kochen dann auch auf die richtige Topfgröße achten, denn je mehr Wasser ihr natürlich erhitzen müsst, umso mehr Strom braucht ihr. Also lieber den kleinen Topf wählen. Und ganz wichtig, immer das Wasser mit Deckel erhitzen und auch hier wieder einen, der passt. Oder wenn der passende kaputt ist, wie hier bei uns, dann gibt es solche Silikonaufsetzer. Die schließen den Topf auch rundum komplett luftdicht ab und das Wasser kann so einfach viel schneller kochen, wie wenn nichts drauf ist. Und nicht vergessen, den Deckel auch wieder draufsetzen, wenn ihr die Nudeln dann kocht. Da kann man nämlich wahnsinnig weit runterschalten. Also ich hier von 9 ist das höchste, kann ich runterschalten auf 3 und mit Deckel kocht das Wasser super weiter und ich spare mir viel Strom. Auch ein Tipp, den ich erst seit kurzem für mich neu entdeckt habe, ist, die Sachen vor dem Kochen komplett alle rauszusuchen und sich schon hinzustellen. Das spart nämlich nicht nur Zeit, sondern es sorgt auch dafür, dass ihr euch komplett aufs Kochen konzentrieren könnt, ohne dass euch was anbrennt und ihr was suchen müsst. Also ein Tipp, den ich euch unbedingt empfehlen kann. Und in einer gut organisierten Küche findet man auch natürlich alles viel schneller. Also solltet ihr das auch schon länger vor euch herschieben, kann ich es euch nur empfehlen. Ihr wisst vielleicht, ich habe mich da erst drüber gemacht und seitdem finde ich einfach alles viel besser und viel schneller. Das gleiche gilt übrigens für euren Kühlschrank. Hierzu habe ich schon mal ein Video gemacht. Guckt gerne mal rein. Was uns hier schon ein paar Euro gespart hat, ist unsere Box zuerst auffuttern. Da kommen nämlich Sachen rein, die dringend weg müssen, kurz vorm Ablaufen oder die eben schon länger offen sind. Und das steht ganz vorne und da greifen wir eigentlich immer als erstes rein und so, ja, verdirbt einfach viel weniger im Kühlschrank. Manche frischen Obst- und Gemüsesorten halten einfach nicht ewig frisch. Nach kurzer Zeit sehen sie so aus, auch wenn sie gut gelagert sind. Aber ich muss sagen, seit wir einen Entsafter und einen Mixer im Haus haben, wird sowas so gut wie nie weggeworfen. Ich verlinke euch meine beiden Geräte mal, einfach weil ich sie euch empfehlen kann. Es gibt hier aber auch natürlich günstigere Modelle, die auch ihren Job tun. Natürlich kostet die Anschaffung erstmal Geld, aber ich finde, das sind zwei Geräte, die sich auf Dauer wirklich lohnen und die bei uns wirklich täglich auch zum Einsatz kommen und eine ganz tolle Möglichkeit sind, um wirklich Obst und Gemüse, was ja meine Kinder so nicht mehr essen würden, so weiter zu verwerten. Und so ein Mixer spart euch auch viel Zeit beim Kochen, denn gerade wenn ich Soßen mache, dann wird einfach alles nur wirklich grob vorgeschnitten, kurz einmal durchgekocht und das Ganze dann ab in den Mixer. Und da kommen auch dann gerne mal solche Avocado-Reste noch mit rein, die jetzt wirklich ganz dringend weg musste. Das Ganze einmal kurz durchgemixt und ihr habt eine leckere Tomatensoße oder auch Suppen. Und ja, spart euch Zeit, weil ihr vorher nichts kleinschnippeln müsst. Habt ihr noch eine leere Teebeutelpackung übrig? Unbedingt aufheben, einfach ein Küchentuch rein. Und beim Gemüseschneiden unter euer Schneidbrett so einzwicken. So könnt ihr nämlich die Bioabfälle einfach vom Brett runterschieben und auffangen, zum Schluss das Küchentuch einfach entfernen und fertig. Im Gegensatz zu unseren Kindern mögen mein Mann und ich die Tomatensoße ja gerne stückig. Wenn ihr dann auch nur Dosentomaten mit ganzen Tomaten zu Hause habt, müsst ihr die nicht ewig kochen lassen, bis die zerfallen sind. Nehmt euch einfach so einen ganz normalen Kartoffelstampfer, stampft die Tomaten da ganz kurz einfach mal durch und schon habt ihr kleine stückige Tomaten. Und sollte ich mal Reste in Dosen übrig haben, verwende ich total gerne diese Silikonfolien. Die gibt es in verschiedenen Größen, den Link habe ich euch auch mal unten reingepackt. Und das Gute daran, die sind wirklich luftdicht, dann verschlossen eure Dosen, lassen sich auch ganz einfach reinigen. Und ich finde Lebensmittel, die die Folie drüber haben, halten im Kühlschrank doch ein paar Tage länger. Und ich muss nicht in irgendwelche Plastikbehälter umfüllen, was mir auch wieder Zeit spart. Jetzt habe ich so viel Reis und Nudeln gezeigt, aber auch Kartoffeln sind eine leckere Beilage. Falls euch die Garzeit bisher abgeschreckt hat, kann ich euch empfehlen, probiert das Ganze mal in der Mikrowelle aus. Einfach einen Deckel oder einen Teller drüber, ab damit in die Mikrowelle, auf höchster Wattzahl für ca. 6 Minuten. Das kommt natürlich auf die Sorte und die Größe an und tada, fertig sind eure Kartoffeln.
Funktioniert allerdings, finde ich, nur bei Kartoffeln mit Schale. Bei denen ohne Schale wird es außen ein bisschen hart. Wen das nicht stört, der kann es gerne mal ausprobieren. Aber wenn euch Kartoffeln mit Schale nicht stören, ist es wirklich eine riesen Zeitersparnis. Und zum Schluss noch zwei Methoden, wie ihr kalte Butter ganz schnell schmierfähig bekommt. Methode 1, ab damit in die Mikrowelle. Vorsicht, wirklich nur ein paar Sekunden. Oder ihr nehmt eine Schüssel, füllt da heißes Wasser rein, wartet kurz, bis die Schüssel heiß ist, schüttet das Wasser dann wieder aus und stülpt die warme Schüssel über die Butter drüber. Dann kurz ein, zwei Minuten warten und die Schüssel wieder runternehmen. Und ihr seht, beide sind wirklich wunderbar weich und streichfähig geworden. Und das ging ganz schnell, ohne dass ihr lange warten müsst. Und damit sind wir auch jetzt am Ende angelangt. Das waren diesmal wirklich viele Tipps. Ich hoffe für euch auch ein paar hilfreiche und neue dabei. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst oder mir einen Kommentar unten reinschreibt. Und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut. Tschüss.